herzlich willkommen. Mein Name ist Susanne Schöder und ich bin Stemming-Up-Demonstratorin und komme aus Bremen. Heute möchte ich gerne mit dir so eine Karte basteln. An sich ganz einfach ein bisschen embossen, ein bisschen ausstanzen mit der Mini-Stanzmaschine und schon hast du diese Karte fertig. Ich finde sie jedenfalls wunderbar, passt zu vielen Anlässen, je nachdem, was für einen Text du nimmst. Du könntest sie auch farbig stempeln, man könnte es als Trauerkarte machen, also ganz viele Möglichkeiten. Und ja, das ist meine Idee für dich für heute. Denk bitte noch an den Flohmarkt, der ist immer noch aktiv bei mir. Es kommt auch, ich schätze mal, diese Woche schaffe ich es nicht, nächste Woche kommen noch wieder Videos, auch mit anderen Sachen, mit Accessoires noch dazu, die ich hier auch noch alle so rumschwören habe. Und vielleicht findest du ja jetzt schon mal was, was dir gefällt von den tollen Stempeln und Stanzen und Stanzformen. Ja, okay, ja, das war's erstmal. Und ich zeig dir jetzt, wie ich diese Karte gemacht habe. Look at how far we've traveled. Look at how much we've done. Hier habe ich jetzt schon mal meinen Zuschnitt, was ich alles benutzen möchte. Und zwar einmal für ein kleines Schildchen 7 mal 2 cm und das ist, habe ich meine Farbe vergessen, Kupferbraun in Colorfarbe 23-25. Dann habe ich hier einfach nur ein Stückchen Grundweiß, was ich dann ja ausstanzen werde, und zwar mit dieser Form. Die hat einen Durchmesser von 8,5 und mein Papier, dafür habe ich 9x9 gemacht. Und das, die Stanzform, das sind diese schönen hier. Das sind nämlich die naturverliebte Kreise. Und da sind gleich zwei verschiedene Arten von Kreise drin. Und ich habe von diesem hier den zweiten genommen. Oder werde ich nehmen. Dann habe ich ein Stückchen Designerpapier in den Maßen 14 mal 10. Da habe ich einfach von dem Folierten die Rückseite genommen und habe dann dieses Muster. Dann eine ganz normale Karte in meiner Größe, auch in Kupferbraun. Die ist 21 bei 10,5 gefalzt, 14,5 in der Breite. Und für innen ein Stückchen einfach nur Grundweiß in 14 mal 10. Das kann ich schon mal aufkleben. Mal eben gucken, dass ich richtig rum so ein bisschen, das ist ja, ich glaube, so rum. So eine leichte Krakelschrift. Aber wäre ja trotzdem schön, wenn man einen Krakel erkennt, der auch richtig rum ist. Na? Warum hatte ich denn gerade was erkannt? So rum, glaube ich. Also da sieht man es richtig rum und da sehen teilweise welche falsch rum aus. Okay, dann ist das so. Dann habe ich hier ja, wo ich gleich drauf stempeln möchte. Und das möchte ich gerne so embossen. Dafür nehme ich den Embossing Buddy. Gehe da drüber. Am besten nicht wieder mit den Fingern rauffassen. Dann bleibt ein Fettrand. Und hier dieses kleine Stückchen. Da geht man aber besser ein bisschen vorsichtiger rüber, weil sonst bleibt ein weißer Schleier. Das sammle ich. Jetzt brauche ich Versamark. Mein Stempel aus dem Set Spotlight on Nature findest du im Jahreskatalog. Natürlich meine Stempelmatte, ohne die kann ich ja nicht. So, und jetzt tupfe ich mir hier mein Blatt ein.
hier nochmal den da so provisorisch drauflegen. Dann siehst du, wo das so hin soll. Ich würde mal sagen, einer kommt dahin. Jetzt sieht man einen Hauch. Ich weiß nicht, ob die Kamera das einfangen kann. So einen Hauch sieht man, wo man gestempelt hat. Und jetzt mache ich dann noch einen zweiten daneben. Das war das. Den Text nehme ich aus etwas Besonderes zum Geburtstag. Geburtstagskarten braucht man immer. So, dann hoffe ich mal, dass ich auch gerade stempel. Das sieht, glaube ich, ganz gut aus. In dem Zubehörset Embossing findest du auch so eine schöne Zange. Die nehme ich jetzt einmal. Jetzt habe ich hier mein Prägepulver in Gold. Ich bewahre das immer noch in solchen Düsen auf und gebe das da drüber, ein bisschen mehr ins Bild, klopft sachte von hinten drauf und so ist das Pulver schon mal schön drauf verteilt. Jetzt nehme ich meine Blätter und mache das gleiche, gehe ins Bild. Schön saftig aufgeben. Da an der Ecke kann noch was. Na? Da. Und so hast du das auch schon mal drauf. Schnell den Deckel rauf, bevor der Föhn angeht. So, mein Löffel muss damit rein. Und jetzt wird der Föhn angemacht. Du brauchst da nicht hin und her wackeln, sondern du kannst einfach die Wärme mal von unten, mal von oben verteilen und siehst dann genau, wo es anfängt zu schmelzen. So, das ist schon mal gut. Und einmal das Schildchen. Das ist schon mal fertig. Jetzt nehme ich meine kleine Maschine. Meine Blätter. Na, passt das? Müsste gerade so passen. Doch, das passt. Leg mir das so drauf, wie ich es gerne hätte. Die zweite oben drauf. Und kurbel durch. Und schon hast du die tollen Blätter mit einem wunderschönen Rand. Ich finde, das sieht richtig toll aus mit dem Gold. Und da werde ich so mein Schildchen draufsetzen.
Obwohl, ich glaube mir, das ist doch noch ein bisschen zu breit. Mal sehen, ob ich das hinbekomme. Ich bin ja nicht so der Freihändeschneider, aber jedenfalls wird es meistens nicht gerade. Dann 0,5 und hier vielleicht auch nochmal. Ein bisschen schief aus, ne? Ist immer noch schief. Also, je mehr man macht, je schlimmer wird es wahrscheinlich. Aber das ist schief. Also muss hier noch was weg. Besser? Naja. Ich und gerade. Ist immer noch so ein Bogen. Moment. Den Text stanze ich mir jetzt hier mit dieser Stanzform aus. Und zwar ist die von Basic mit Pep. Das ist doch schön, wenn immer alles an seinem Platz wäre. Okay, dann mache ich jetzt mal hier erstmal festkleben. Damit mir das nicht verrutscht. Das muss ich mal eben so machen, sonst kann ich nicht probieren. Schön ziehen. Und das ist mein Text. So denke ich mir. Möchte ich es machen? Also klebe ich den Kreis schon mal plan auf. Oder sind noch welche Panupsis drin? Noch was? Nee. Nehme natürlich wieder meinen Flüssigkleber. Und mein Schildchen setze ich mit dem Menschnetz drauf. Es gibt ja auch noch diese wunderschönen selbstklebenden Pailletten. Ja, also selbstklebende Pailletten in Naturfarben 161 627. Und ich glaube, ich nehme da hier diese kupferfarbenen oder nehme ich Gold. Ach ja, nehme ich Gold. Gold geembossed. Ist auch goldene Pailletten.
noch einmal mein Inneres einkleben. Natürlich mit meinem Tombow. Ja, das war meine Karte für heute für dich. Ich hoffe, es hat dir gefallen. An sich ganz einfach und ganz schnell, aber es macht, finde ich, was her. Gerade durch das Embossen sieht das immer irgendwie elegant aus und ich finde Embossen einfach toll. Ich freue mich schon auf die Weihnachtszeit, da kann man richtig viel rumglitzern und embossen. Ja, Daumen hoch freut mich immer, ein Abo umso mehr. Denk an meinen Flohmarkt, es sind wirklich noch ganz viele Stempelsets, Stanzen, Handstanzen, alles Mögliche zu bekommen. Was weg ist, steht unten drin und alles andere auch. Ich verlinke das hier nochmal direkt zum Flohmarkt. Bis zum nächsten Video, eure Susanne Schöder. Tschüss. Look at how far we've traveled.